Gibt es Neuigkeiten von Kate? Nein, noch immer nichts. Sie hätte bereits seit Wochen wieder in New York sein sollen. Herr Marston, ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Die sehen wir nicht wieder. Ruf sie an! Siberia ist eine Insel. Eine Insel irgendwo im Meer. Die Leute sagen, Siberia gäbe es nicht. Aber die Leute irren sich. Die ganze Insel ist mit hohem Gras bewachsen. Ein seltsames Gras, das im Schnee wächst. Die Mammuts fressen es unaufhörlich. Sie sind unersättlich. Hans, Sie müssen sich jetzt ausruhen. Sie haben hohes Fieber. Bringen Sie mich nach Siberia, Kate. Mammuts, Siberia, all das ist doch nur ein Traum, Hans. Ein Kindheitstraum. Schwören Sie es mir, Kate. Sie antwortet nicht auf unsere Nachrichten. Versuch es nochmal, Herrgott, immer wieder. Hallo? Fräulein Walker, einen Moment bitte. Ich... Gib schon her. Hallo, Kate? Kate, aber so antworten Sie doch. Ich verstehe ja, dass Ihr letzter Auftrag kein Zuckerschlecken war. Glauben Sie mir, die Firma wird sich erkenntlich zeigen. Kate, Sie müssen jetzt wieder zurückkommen. Ihr Platz ist hier, in New York. Bei Ihren Kollegen, Ihren Freunden. Ihr Leben, Kate. Kate? Kate? Kate Walker? Ich schwöre es Ihnen, Hans Vorarlberg. Wir fahren nach Siberia. Guten Tag. Guten Tag, Kate. Hans, wissen Sie was? Ich glaube, ich bin froh, hier zu sein und Sie bei der Verwirklichung Ihres Traums zu begleiten. Dieser Traum ist nun auch der Ihre. Wann fahren wir weiter, Hans? Wenn's nach mir geht, so schnell wie möglich. Aber das entscheidet Oscar. Er ist der Zugführer. Ich möchte nicht taktlos sein, aber... Meinen Sie nicht, diese Reise könnte für einen Mann Ihres Alters zu anstrengend sein? Ich werde Siberia erreichen. Daran besteht kein Zweifel. Hans, wo sind wir? Irgendwo, auf dem Weg, der nach Siberia führt. Und ist es noch weit? Ein bisschen. Diese Insel. Niemand hat sie je gesehen. Kein Forscher je von ihr gesprochen. Sie ist auf keiner Karte verzeichnet. Ich weiß, dass Siberia existiert. Glauben Sie, der Zug kann noch lange weiterfahren? Es schneit immer mehr und die Kälte nimmt unaufhörlich zu. Ich habe ihn entworfen, Kate. Haben Sie daran gedacht, ihn aufzuziehen? Nein, noch nicht. Dann tun Sie's, damit wir weiterkommen. Wie zieht man den Zug auf? Vorne am Bahnsteig ist eine Aufziehstation. Sagen Sie Oscar, er soll sie Ihnen zeigen. Bis später. Ja, auf Wiedersehen. Ja? Kate Walker! Oscar am Apparat! Ihr Zugführer! Oscar? Haben Sie neuerdings ein Telefon? Herr Vorarlberg hat mir etwas gebastelt, das dem sehr nahe kommt. Er hat Ihren kleinen Apparat als Vorbild genommen. Er besitzt wirklich ein erstaunliches Können. Wir sind am Bahnhof angelangt, Kate Walker. Und wo sind wir, Oscar? Der Ort heißt Romansburg. Gut. Ich sehe mich mal ein wenig um.
Seien Sie vorsichtig, Kate Walker. Ja, Oscar. Herzlich willkommen in Romansburg, der letzten Stadt vor der endlosen, eisigen Wildnis der Tundra. Emeljov Kubatschew, Kolonel im Ruhestand, Hüter der Reichsgrenzen und Leiter des hiesigen Gemischtwarenladens. Zu Ihren Diensten. Wir begrüßen die Reisenden in der Grenzstadt Romansburg. Romansburg zum Teufel! Schwamm drüber. Was soll ich noch hier? Die letzte Stadt vor dem unendlichen Eis. Was für eine Begrüßung. Seltsame Stadt, Oscar. Was meinen Sie? Züge sollten überhaupt nie anhalten. Ich mag weder Bahnhöfe, Kate Walker, noch die Städte ringsherum. Nun übertreiben Sie aber. Oh, alles ist hier so düster und ich mag diese Häuser unter den Gleisen nicht. Mir ist das unheimlich, Kate Walker. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, Oscar, alter Angsthase. Man ist halt, wie man ist, Kate Walker. Manchmal denke ich, ich sollte nach New York zurückkehren. Bereuen Sie Ihren Entschluss, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Sie je nach Hause zurückkehren werden, Kate Walker. Dafür ist es nun zu spät. Oscar, es ist nicht vorgesehen, dass ein Automat psychologische Betrachtungen anstellt. Hans sieht nicht gut aus. Finden Sie nicht auch? Die Begeisterung bleibt, aber das Räderwerk verschleißt, Kate Walker. Ja, so ist es wohl. Manchmal denke ich, dass ich mir das alles nur einbilde, dass Siberia ein Hirngespinst ist. Sie haben eigenartige Gedanken, Kate Walker. Es berührt mich schmerzlich, dass Sie auch nur einen Moment an meiner Realität zweifeln können. Und gar an der Realität von Herrn Vorarlberg. Entschuldigung, Oscar. Wie dumm von mir. Glauben Sie, dass wir dem Ziel nahe sind, Oscar? Auf jeden Fall wird es immer kälter. Ich persönlich habe kein Ziel, Kate Walker. Aber der Zug und ich selbst sind nicht darauf ausgelegt, ewig zu funktionieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie über diese Dinge nur mit Herrn Vorarlberg reden könnten. Diese Geschichte mit den Mammuts, was halten Sie davon, Oscar? Kate Walker, es steht mir nicht an, Meinungen über die Träume und Utopien der Menschen zu haben. Natürlich, gewiss. Am Ende unserer Reise werden wir Siberia finden. Nicht wahr, Oscar? Kate Walker, ich bitte Sie, Ich bin nicht darauf ausgelegt. Ich bin nur ein einfacher Automat. Ich weiß, Oscar. Ich hab's verstanden. Oscar, ist Ihr Zug in der Lage, weiterzufahren? Ich muss schon bitten, Kate Walker. Ich pflege ihn schließlich mit größter Sorgfalt. Ich weiß. Ich dachte nur, dass das strenge Klima hier... Er ist darauf ausgelegt, Kate Walker. Er muss nur wieder aufgezogen werden. Und Sie haben natürlich nicht vor, sich selbst darum zu kümmern. Mein komplexes Räderwerk ist sehr empfindlich. Es verträgt die Kälte schlecht, Kate Walker. Natürlich, Oscar. Natürlich. Bis später, Oscar. Auf Wiedersehen, Kate Walker.